Immer mehr Senioren nutzen das Internet. Einen detaillierten Einblick in den Umgang mit der digitalen Welt bietet die Seminarreihe Silver Surfer – Sicher online im Alter. Beim Kurs in Katzenelnbogen ging es darum, Senioren mit Vorerfahrung zu sogenannten Internettrainern auszubilden. Ich bin Internetlotsin im Internettreff in Allendorf. Und das heißt, da kommen ältere Menschen, die Erfahrungen im Internet sammeln möchten. Und da gebe ich mein Wissen weiter. Das heißt, ich kann die dann auch auf die Gefahren aufmerksam machen, die alles, was sie beachten müssen, wenn sie ins Internet gehen. Das ist eigentlich die ganze Motivation, damit ich das wieder weitergeben kann. Ja, wir haben in Hahnstätten einen neuen PC-Kurs angemeldet für ältere Menschen. Und die möchten gerne im Kurs weitergeleitet werden, beziehungsweise im Internet sich kundtun und möchten gerne dort ohne große Probleme sich zurechtfinden, wie das heutzutage ist. Wenn die Menschen, die jungen Leute uns hier etwas zeigen möchten, dann geht das meistens ganz schnell und die Älteren kommen da nicht mit. Und wir haben etwas mehr Geduld vielleicht und versuchen das dann in aller Ruhe ihnen beizubringen. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Lewenz, der die Veranstaltung an der Lahn besuchte, hält es für wichtig, dass Senioren den sicheren Umgang mit dem Internet erlernen. Naja, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, und Sie müssen wissen, Jahr für Jahr kommen 20.000 Menschen neu hinzu, die 80 Jahre und älter sind in Rheinland-Pfalz. Und wir wissen, dass diese Entwicklung anhält, dann bedeutet das, diese Menschen wollen natürlich sich informieren, wollen kommunizieren und das alles am besten im Netz. Da muss man sehen, dass man sehr sorgfältig abgewogene Konzepte wie dieses hier zum Beispiel auf den Weg bringt, damit die Menschen herangeführt werden, altersgemäß unterrichtet werden und dann auch die Freude nicht verlieren am Surfen im Internet, am E-Mailen, am Kontakt haben. Das ist doch eine tolle Sache. Die Situation, die wir vorgefunden haben und die durch diese Maßnahmen sich verbessern soll, ist, dass wir qualifizierte Senioren haben wollen, die aktuelle Informationen besitzen und damit anderen, die nicht so fit sind in dieser Aufgabe, davor sichern, sich in schädliche Programme zu bewegen oder genappt zu werden, weil sie an der falschen Adresse im Internet gelandet sind. Das ist die Aufgabe und darum machen wir diese Aktivität Silver Surfer im ganzen Land Rheinland-Pfalz. Wir freuen uns über diese 10 Seminare und wir wollen schauen, dass das dann auch nachhaltig wird. Das heißt, im ganzen Land auch in den nächsten Jahren solche Silver-Server-Projekte möglich sind. Dafür stehe ich, das will ich tun, weil ich es einfach prima finde.